Der Stall war nicht billig. Irgendwann schaff ich's raus. Ryan Butters, Freunde. Der gerade vielleicht ein bisschen nass. Hat keiner gesehen, oder? Ich hätte da noch eine kleine Bitte, falls dies möglich wäre. Herr Grizzly und Herr Bale von der Polizei besitzen ebenfalls Immobilien, die ich gerne besichtigen würde. Jedoch reagieren sie nicht auf meinen Brief. Falls sie die Herrschaften näher kennen würden, können sie ihn ausrichten, sich bei mir zu melden. Mit freundlichen Grüßen, der Schweizer. Okay, pass auf. Es hat zwar Butters zu Ella gesagt, dass die sich den Schlüssel von Schweizer holen soll. Aber wer gibt denn einfach einen Wohnungsschlüssel an eine andere Person weiter? Ohne Rücksprache zu halten. Das wird ein Aufeinandertreffen, was dem Herrn Schweizer nicht so gefallen wird. Darauf erstmal eine Gabel Apfelkuchen mit Sahne. Luxa, danke für 3 Monate. Klay, wie du bist, göz kırpan surat, hashtag modloven. Warum bist du so? Bruder, kann man mir selber spielen? Butters. Hallo? Grüß dich, Alessio. Ah, grüß dich, was machst du schon wieder für einen Schabernack? Ich bin in einem wichtigen Undercover-Einsatz. Okay, kann man dir helfen? Ich hab dir doch gesagt, dass sich einige Dinge in unserer Firma ändern werden. Das ist so richtig, ja? Ja, unter anderem gehört dazu Observation, verdeckt bleiben können. Ja. Und aus genau so einem Einsatz komme ich gerade. Okay, wo wollen wir uns treffen? Ich bin gerade am Haus, ich wollte mich eigentlich wieder umziehen, weil meine Identität geschützt bleiben muss, aber du kannst es sehen. Okay, alles klar, ich komme zu dir aus, ja? Okay, bis gleich. Okay, bis dir gleich. Ich mache aus allem RP! Fick dich, Harry! Butters. Was ist denn mit dir los, hä? Ich bin in einem wichtigen Undercover-Einsatz. Ah, ja. Happy hatte mir gestern gesagt, dass dieser komische Unterwäsche-Model-Gedöns auf heute verlegt wird. Ja, das ist richtig. Der Chef von dem Ganzen ist gestern nicht mehr da gewesen. Also, sagst du Bescheid, wann es losgeht, oder was? Ja, ich bringe mal gerade meinen Undercover-Einsatz noch zu Ende und dann melde ich mich. Alles klar, komm okay. Rein, Mann. Bis später. Hallo, Alessio. Das ist nicht dein Ernst. Mensch, wie die Zeit vergeht. Naja, wenn man verdeckt ermittelt und Leute observiert, dann muss das so realistisch wie möglich sein. Das ist richtig, aber... Deswegen habe ich mir bei Quibay, Aufsteckbrüste bestellt. Die sind aus echtem Silikon. Also ich muss sagen, auch mit die Haare und alles, ja. Wenn ich es nicht gewusst hätte, dass du es bist, ja. Ja, ich habe mir eine komische Frisur machen lassen und habe mir hinten... Ich habe auch bei Quibay habe ich so ein paar... Haare gefunden, ja, die mit so einem Kleber dran gemacht sind. Deswegen habe ich so ein kleines Zöpfchen hinten. Warum hast du nur eine Gürtel mit einem Schlagstock? Na, das ist, falls meine Tarnung aufliegt, muss ich wen niederknüppeln. Okay, und die Möglichkeit, wenn wir alle haben, quasi so eine Tarnung uns zuzulegen, ja? Wieso sollte das nicht der Fall sein? Ich meine, es ist ja nicht so, dass einer aufwacht von uns und auf einmal zufällig so aussieht, sondern man entscheidet sich natürlich bewusst dafür. Ja, das ist schon richtig, aber ich weiß ja nicht, wo ich kriege die Brüste und so'n Scheiß her. Auf Quibay. Ach du Scheiße. Oder Quamazon. Oder Qualternate. Ich glaube, ich tue uns allen den größten Gefallen, wenn ich mich umziehen gehe. Ich glaube auch. Wobei ich dich so lieber anschaue als anders. Willst du mal anfassen? Die fühlen sich echt an. Die fühlen sich wirklich echt an. Irgendwie ist das komisch, aber ich kann auch nicht widerstehen. Warte mal. Ja, stimmt. Das ist zwar nur Silikon, aber... Wenn man es nicht weiß, ich meine, die in die Unicorn, die Tänzerinnen, die haben nichts anderes. Ja, das fühlt sich eins zu eins gleich an. So.
Ich zieh mich um, ich geh duschen und wasch den Klebstoff von mir runter, mit dem die Silikondinger angeklebt sind. Alles klar, ich warte hier auf dich. Alter, ich sehe aus wie Conchita Wurst. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich wohler. Naja, das kann ich jetzt nicht so behaupten. Guten Abend, Herr Butters. Ich habe mir einige Gedanken gemacht und würde gerne die Chance auf ein zweites Gespräch morgen Abend nutzen. Meine Kontaktdaten haben Sie ja bereits. Er möchte wirklich in Runde 2. Habe ich ihn in Runde 1 nicht eigentlich ultimativ zerstört? Ja, auf jeden Fall. Das war eine technische komplett K.O., ja. Dann habe ich noch einen anderen Brief von dem Schweizer, den brauche ich aber nicht vorlesen, lass jetzt runtergehen. Der Schweizer hat einen Schlüssel von mir gekriegt für die andere Wohnung, damit er die besichtigen kann. Frau Jones wollte die auch gerne besichtigen und ich habe Frau Jones gesagt, sie soll den Schlüssel doch einfach von Herrn Schweizer holen. Herr Schweizer gibt also den Schlüssel an Frau Jones, ohne mit mir Rücksprache zu halten. Wenn also jetzt irgendwer anders gekommen wäre und hätte gesagt, ey, gib mal den Schlüssel von Butters, hätte der Schweizer einfach den Schlüssel von mir irgendwo hingegeben? Damit wiederum habe ich dann schon ein ziemliches Problem. Schweizer? Einen schönen guten Tag, Herr Schweizer. Butters hier, sind Sie im Dienst? Ja, bin ich. Ja, ist spitze. Kommst du mal bitte dringend bei mir am Haus vorbei. Okay, ja, komm. In den Garten. Geht um mein Rasenmäher. Ich hoffe, Sie können auch mit dem Rasenmäher. Rasenmäher? Ja, ist auch ein Motor. Alles klar, super. Dann sehen wir uns gleich. Okay, bis gleich. Oh, mach ihn aber nicht so fertig. Warum? Ja, weil der Schweizer ein guter Mann ist und ich kenne den schon ewig. Und der tut dir keine Menschen was zu leiden. Ich glaube, der hat nicht richtig nachgedacht wahrscheinlich. Hörst du erst an, bevor du ihn in die Grund und Boden schlammst. Wir könnten hier oben auch so 20 bewaffnete Leute auf der Veranda positionieren. Was glaubst du, dass der sich in die Hose scheißt? Das wäre witzig. Aber ich kann ja auch schlecht Leute observieren, wenn man nicht erkennt. Hernandez? Hola. Wie viele Leute hast du da? So 6, 7. Sind die alle bewaffnet? Aha. Könnt ihr euch alle, so schnell es geht, mit absoluter Supergeschwindigkeit, bei mir bewaffnet oben auf die Veranda stellen und Richtung Garten gucken? Natürlich. Im absoluten Speedtempo, eilt. Alles klar, Happy, sag mal den anderen, die sollen mich wieder anrufen. Ich bin unterwegs. Geht nur, um einem Angst zu machen. Geht nur, um einem Angst zu machen. Ihr müsst nicht schießen. Ja, kein Problem. Alles okay. Klar, bis gleich. Oh, da ist er schon. Wir müssen den noch ein bisschen ablenken. Das ist ja kein Ding. Hallo, Herr Schweizer. Wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo, Schweizer. Ich höre mir das an. Ja, das Ding ist einfach, wenn Sie sich mal meinen Pool angucken. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass sich mein Penner immer in meinem Pool wäscht. Oh. Jetzt ist das halt so, dass der natürlich auch schon mal total schmutzig irgendwie hier hinkommt, weil er dann irgendwo mit seinem komischen Dreirad in den Schlamm gefallen ist und ich weiß nicht was. Ja. Ja, beziehungsweise diese Löcher, die zu der Pumpe führen. Und das ist irgendwie alles komplett verstopft und ich traue mich da nicht dran. Das soll man von einem Fachmann machen lassen. Ich kenne keinen Fachmann. Ja, also grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall angucken. Augenblick, ganz kurz, Telefon. Machen Sie mal. Hm? Kannst du dem ACLS-Hani mal sagen, der soll einsteigen in seinen Truck, weil der versperrt die Einfahrt? Ja, um genau den geht es. Der soll jetzt gleich ein bisschen Angst kriegen, der soll euch da noch nicht sehen. Oh, okay, alles klar. Also, wir kommen gleich einfach drauf, wir finden schon irgendwie einen Weg. Einfach drauf, oben alle an die Veranda einfach und runter in den Garten kommen. Aha, alles klar. Bis gleich. Überhaupt nicht aufgetaucht, oder? Aber hier ist sie nicht die Einzige mit einem Trike, ne? Ja, aber Trike und Anzug und ohne Hosen? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, außer das wird jetzt die neue Mode. Aber das? Ja. Sind die Leute da? Wer die Leute da sind? Ja, Herr Schweizer. Das sind Freunde von mir. Okay. Oh, warum sind die alle bewaffnet? Ja, also... Es ist so, Herr Schweizer, das Ding ist... Ja. Es gibt wenig Menschen in diesem Staat, denen ich vertraue. Verstehe. Sie sind eigentlich einer davon. Was heißt eigentlich? Ich vertraue Ihnen so sehr, dass ich Ihnen meinen Haustürschlüssel anvertraue, damit Sie sich in Ruhe, weil ich gerade keine Zeit habe, meine Immobilie anschauen können. Ja, das stimmt.
Ich hätte gerne meinen Haustürschlüssel wieder, Herr Schweizer. Haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Ich hab den der Frau, der Ella Jones gegeben, weil sie gestern auf mich zugekommen ist. Und jetzt überlegen Sie mal, was Ihr Fehler sein könnte. Hätte sie fragen sollen. Wenn Sie mir Ihren Haustürschlüssel anvertrauen würden, wo persönliche Gegenstände drinstehen, wo Wertgegenstände drin sind, Sie zu mir kommen und sagen, Herr Butters, ich hätte gerne meinen Schlüssel wieder und ich sage, diesen Schlüssel habe ich irgendwem anders gegeben. Was wäre Ihre Reaktion? Ich würde natürlich zuerst fragen, wen, weil, wenn ich mich erklären darf, die Ella Jones ist in meiner Meinung nach eine sehr vertrauenswürdige Person. Meines Wissens nach auch eine Vertraute ihrerseits. Und wenn ich habe dir ihre Karriere genommen, ich habe dir ihren Job madig gemacht, ich habe dafür gesorgt, dass die bei der Justizsicherheit als Staatsanwältin rausgeworfen wird und die hat meinen Rolls mit dem Baseballschläger zerstört. Wo ist die mir gegenüber vertrauenswürdig? Anlegen. Nein. Bitte nicht, Herr Butters. Versuchen wir doch nur eine Existenz hier aufzubauen, Herr Butters. Verstehen Sie? Ich hätte den Schlüssel niemandem sonst gegeben, außer... Und natürlich tut Ihnen ja keiner was an, Herr Schweizer, meine Fresse! Wir sind hier, um Ihnen mal einen Schock einzujagen, damit Sie lernen, was Sie falsch gemacht haben! So was kann da hinten losgehen! Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen den Schlüssel andrehe, beziehungsweise gebe und Ihnen dann was antun lasse! So, ich gebe Ihnen die Hand, stehen Sie auf, liegen Sie nicht am Boden darum. Aber das, was Sie gemacht haben, ist ganz große Kacke. Das ist richtig. Weiß ich nicht, Ringelpiez mit anfassen, wo einer dem anderen mal gibt, weil der andere denkt, dass irgendwer vertrauenswürdig wäre. Ja, versprochen. Ich wünsche einen schönen Tag. Große Schweizer Ehrenwort. Okay, tschüss, Herr Schweizer. Mach's gut, Schweizer. Einen schönen Abend noch. Ach so. Ich danke euch vielmals. Ich glaube, der gibt keinen Schlüssel mehr irgendwem weiter. Ich glaube auch nicht. Ja. Das war ein starker Auftritt von euch. Das sah sehr cool aus, ja. Wie von da oben runter, ja. Das war echt nice. Ja, wir sind extra nicht die Treppe runtergekommen, weil da oben runterspringen kam Cola, ha. Ihr habt so lange gebraucht, ich wusste nicht, was ich dem erzählen soll. Ich hab dem irgendwas erzählt, mein Pool wäre verstopft und da wäre ein Fingernägel von meinem Penner drin. Ja, Alter, wir haben Farmtouren abgebrochen für dich, ha. Wir sind aus ganz Los Santos zusammengekommen. Wir waren gerade komplett verstreuen, ha. Ich hoffe, die haben... Um Gottes Willen. Ich hoffe, ich habe nicht ein bisschen Brownie auf der Bettdecke. Ich würde die Wohnung einfach verbrennen. Ha? Das ist eine gute Idee. Kann man hier gerade. Like a real love, but it goes so fast.